Höchst zu ehrende Damen und Herren, irgendwann mal fängt ein Brief von Hamann mit höchst zu ehrender Herr. Und da habe ich gesagt, das muss ich auch hier bei einer Hamann-Tagung verwenden. Also höchst zu ehrende Damen und Herren. Ich bin sehr froh und sehr geehrt natürlich, in dieser Stadt, dieser traditionsreichen Universitätsstadt zu sein, in dieser Versammlung, um das Verstehen, die einen großen Gelehrten in Hamann ehrt. Natürlich gibt es in diesem Saal hervorragende, ausgewiesene und unschlagbare Hamann-Experte. Es trifft sich aber, dass ich nicht zu ihnen gehöre. Ich bin alles andere als ein Hamann-Kenner. Warum bin ich denn hier, werden Sie zu Recht fragen. Das ist eine der vielen Dinge, die ich nicht verstehe. Insofern bin ich eher ein Spezialist des Nichtverstehens als des Verstehens. Aber vielleicht gehört das eine zum anderen dazu. Der bekannteste Philosoph, Sokrates, den sich Hamann ja zum Vorbild machte, sagte bekanntlich, er wisse nur, dass er nicht wisse. So verstehe ich nur, dass ich nicht verstehe. Aber es stimmt aber, dass mich wenig mit Hamann verbindet. Mit dem Magus im Norden. Außer vielleicht des Umstandes, dass ich selber aus einem Land komme, Kanada, mit sehr nördlichem Klima. Und seit letzter Woche einem Literaturnobelpreis mit Alice Munro komme. Und zwar aus einer Stadt namens Montreal, die auf Deutsch übersetzt Königsberg heißen würde. Wo Hamann und natürlich auch Kant geboren wurden. Also ich komme aus Königsberg. Und apropos Geburt. Mit Hamann teile ich übrigens dasselbe Geburtsdatum. Versuche zu verstehen, warum ich hier bin. Ja? Wir wurden beide an einem 27. August geboren. Wie Hegel übrigens auch. Und apropos Leben. Hamann starb sehr jung. Und zwar in einem Alter, das ich gerade habe. Aber genug der wohlfeilen Parallelen zwischen Hamann und meiner Wenigkeit. Glauben Sie mir, es gibt keine falsche Bescheidenheit in meinem Unwissenheitsgeständnis in Sachen Hamann. Hamann ist sogar ein Autor, dessen Verständnis mir schwerfällt. Aber dank dieser Tagung, Tagungen sind auch dazu da, habe ich ihn in letzter Zeit wiedergelesen, dank Frau Schulte, und seinen Witz und Charme mit Freude wiederentdeckt. Aber meine Schwierigkeiten blieben. Sie liegen zum Teil an meinen mangelnden Sprachkenntnissen. Ich bin hier einer der Einzigen, dessen Hauptsprache nicht Deutsch ist. Aber mir ist natürlich bewusst, dass ich nicht der Einzige, der seine Tücken mit Hamann hat. Er gilt ja gemeinhin als schwer zu verstehender Autor. Wohl wegen seiner kabbalistischen Prosa, wie er sie selber nannte. Und welche Prosa ist es nicht im Grunde? Und vielleicht wurde deshalb das Verstehen als Thema dieser Tagung gewählt, wegen dieser Schwerverständlichkeit. Was heißt Hamann verstehen? Inwieweit kann man das? Kann es der Durchschnittsleser tun, Otto-Normalverbraucher, wie kann er das tun? Das sind Fragen, die uns sicherlich beschäftigen werden. Ich hoffe zunächst, dass Sie mich gut verstehen. Aber indem ich das sage und wiederhole,
berühre ich bereits einige Facetten des Verstehens. Äußere vielleicht, aber das Äußere bildet oft den Eingang zum Inneren. Verstehen ist zunächst eine akustische Sache, eine musikalische Sache. Also hoffe ich, dass Sie meine Stimme gut verstehen, rein phonetisch. Ist das der Fall? Ja, gut, phonetisch verstehen. Das ist geklärt. Aber ich hoffe zweitens, dass Sie mich verstehen, das heißt, dass Sie meine Gedanken verstehen, sollte ich welche haben, und die Grundlinien meines Referates einigermaßen nachvollziehen können, wenngleich das bei einem Vortrag notorisch schwer ist. Erst recht, wenn ihn ein Ausländer hält. Nachvollziehen. Schönes Verb. Dass die Deutschen so ohne weiteres aussprechen. Aber dessen Konstruktion so faszinierend ist. Ne? Jedenfalls von außen. Ziehen. Voll. Nachvollziehen. Alles in einem Verb. Das übrigens sehr viel, ja alles mit dem Verstehen zu tun hat. Und indem ich hoffe, dass Sie mich gut verstehen, hoffe ich vor allem, dass wir uns alle gut verstehen. Und dass wir uns alle verstehen. Und Verstehen wird hier, entwickelt sich hier zu einem Reflexivverb. Sich verstehen. Das so viel wie ein intersubjektives Verhältnis, Verständnis suggeriert. Man sagt, glaube ich, im Deutschen, nicht meine Sprache, man komme zu einem Verständnis, so in Vertragsverhandlungen zum Beispiel. Das bedeutet aber nicht, dass man in allem einig ist. Oft meint es geradezu das Gegenteil. Man kann zum Beispiel zum Verständnis gelangen, dass man sich nicht versteht. Aber darin gibt es wenigstens eine gewisse Einigkeit. We agree to disagree. Immerhin etwas und ein Verstehen. Aber meint man doch, dass ein gegenseitiges Verstehen eine Verständigung einschließt, dass also eine gewisse Übereinkunft erzielt wird. Und ich hoffe sehr, dass wir uns alle in diesem Sinne verstehen und besser noch, dass wir uns gut verstehen. Dies ist übrigens ein weiterer deutscher Ausdruck, der mir überaus gefällt, wenn man sagt, wir haben uns gut verstanden. Das meint nicht, dass man sich akustisch gut verstanden hat. Auch nicht, dass man sich besonders tief verstanden hat. Oder auch, dass man zu einer großen Verständigung gelangt ist. Nein, sich gut verstehen, wenn ich den Ausdruck verstehe, das meint auch, dass man Spaß gehabt hat. Und so hege ich auch die Hoffnung, dass wir uns hier gut verstehen mögen. Und angesichts der schönen Vorbereitungen, die für diese anregende Tagung getroffen wurden, bis freilich auf meine unverständliche, für mich sehr erfreuliche Einladung, bin ich sicher, dass wir uns hier gut verstehen werden. Also mit Ihnen möchte ich hier also lediglich einige tastende, einleitende Bemerkungen zum Verstehen anstellen und habe dies unbeholfen genug bereits begonnen mit meinen Anspielungen auf das akustische Verstehen, das sachlichere Verstehen und das zwischenmenschliche Verstehen, das eine Verständigung ausmacht. Was kann die Philosophie über das Verstehen sagen? Eines steht zumindest fest. Verstehen ist oft eine späte Geburt. Es bildet die Frucht eines längeren Reifungsprozesses. Und das trifft sicherlich auf die Philosophie zu. Sie kennen bestimmt das berühmte Bild von Hegel,
der, wie gesagt, sein Geburtstagsdatum mit Haman teilt. Die Eule der Minerva, das Kennzeichen der Philosophie in der älteren Welt, beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Das bedeutet natürlich, dass die Philosophen erst spät verstehen, zu spät, wenn eine Entwicklung vollendet ist. Auf unsere Tagung angewendet, denn Verstehen bewährt sich immer in der Anwendung, bedeutet das, dass wir vermutlich allein am Ende unserer Gespräche ein angemessenes Bild dessen gewinnen werden, was Verstehen denn heißt. Denn was Verstehen alles einschließt, das können wir nur zusammen begreifen. Wir, die aus verschiedenen Horizonten, Generationen, Disziplinen, Geschlechtern und Ländern kommen. Wenngleich ich hier natürlich den Vorsprung habe, aus derselben Stadt wie Hamann zu kommen, Königsberg oder Montréal. Ich bin übrigens sehr gespannt, von Kaliningrad im Rahmen dieser Tagung zu erfahren. Also, die steht also jedenfalls fest. Verstehen ist oft eine späte Saat. Verstehen braucht Zeit. Man versteht oft erst im Nachhinein. Manchmal zu spät. Natürlich trifft das nicht immer zu. Nicht trifft ja immer zu. Das verstehen wir auch oft zu spät. Gelegentlich ist der erste Einfall der bessere. Es kommt natürlich vor, dass man die Sachen sofort versteht, dass man im Nu durchblickt. Wenngleich das die geheime, aber unwahrscheinliche Hoffnung eines jeden Eröffnungsvortrages sein darf, ist das aber selten der Fall. Verstehen, wie uns diese Tagung sicherlich lehren wird, braucht Zeit sowie die Vielfalt der Perspektiven. Ich kann nur meine bescheidene anbieten, aber meine einzige Sicherheit ist, dass sie sich hier erweitern wird, dank Ihnen. Was heißt also verstehen? Ich nehme die Frage wieder auf. Es ist bestimmt etwas, das wir können. Sie wissen ja, dass Heidegger selber das Verstehen mit einem gewissen Können gleichsetzte. Er berief sich dafür auf die deutsche Formel, sich auf etwas verstehen, die so viel heißt, sagt er, als Nichtdeutscher ist mir nicht ganz klar, wie geläufig die Formel ist, beziehungsweise noch ist, sich auf etwas verstehen, das heißt, sagt er, so viel wie einer Sache vorstehen können, ihr gewachsen sein, etwas können. So kann man zum Beispiel sagen, dass sich einer aufs Tanzen oder aufs Kochen versteht, weil er oder sie das besonders gut kann. Verstehen meint hier eine Kapazität, eine Fertigkeit, die wir ausüben, ja, die wir ständig ausüben, unaufhörlich versuchen wir auf jeden Fall zu verstehen. Das ist so sehr der Fall, dass das Verstehen unserer Spezies ihren Namen beschert hat. Der Homo sapiens ist doch das verstehende Wesen. Im Namen unserer Spezies steckt also bereits das Verstehen drin. Aber was besagt das eigentlich, Homo sapiens? Hier muss uns natürlich das lateinische Verb sapere zunächst leiten. Dessen Partizip Präsens natürlich sapiens heißt. Sapere bedeutet zunächst, oder für, kann bedeuten, Wissen, Bescheid wissen. Wir unterscheiden uns anscheinend von anderen Lebensarten durch unsere verstandesmäßige Auffassung der Dinge, die aus uns Sapientes, Wissende, Verstehende macht. Der Mensch
ob er es immer beweist oder nicht, häufig darf man ja daran zweifeln, ist das verstehende Wesen, der Homo sapiens. Aber sapere hat einen anderen schönen Nebensinn im Lateinischen. Es heißt ja hauptsächlich schmecken, spüren, riechen, auskosten. Das ist aber nicht so sehr eine andere Bedeutung als die Erläuterung dessen, was Verstehen eigentlich immer einschließt. Etwas verstehen heißt etwas so kosten, riechen und spüren, dass man ahnt, was dahinter steckt. Ein Stück Obst riecht nicht gut. Da verstehen wir und sofort, das ist nicht gut zum Essen. Umgangssprachlich sagt man auch von Sachen, die dubiös erscheinen, das riecht nicht gut. Man hat sie gerochen und dabei verstanden, wie es um sie steht. Verstehen haben heißt also, einen Gespür haben für die Dinge. Und es ist zu betonen, dass das, was man dabei spürt oder wittert, bereits in den Dingen steckt. Es ist nicht bloß eine Erfindung unseres Verstehens. Es ist ein guter oder schlechter Geruch, den man riecht. Oder den Geruch eines Feuers oder einer anziehenden Speise. Wie es eine draußen herrschende Wärme oder Kälte ist, die man fühlt und versteht. Derjenige, der das versteht, wird dementsprechend einen Pullover anziehen oder ausziehen. Wir spüren unentwegt. Das heißt, wir verstehen, wie es mit den Dingen steht. Verstehen heißt also, sofern ich das verstehe, einen Sinn haben für den Sinn, der bereits in den Dingen steckt. Der namhafte Altphilologe Kurt von Fritz hat vor allem vor langem behauptet, dass das Wort Noein im Griechischen, das so viel wie denken oder verstehen bedeutet, ursprünglich für den Geruchssinn verwendet wurde. Verstehen, das kommt vom Geruch. Noein. So wurde es auch von Tieren gebraucht, die riechen und schmecken können. Und deshalb lässt sich die Fähigkeit des Sapere und des Verstehens nicht ganz auf unsere Art einschränken. Wenn ein Hund oder ein Wildschwein die Erde wittert, um nach Schmackhaftem zu suchen, wurde das ursprünglich im Griechischen Noein genannt. Es gibt einen sehr schönen Beleg dafür in Homers Odyssee, im 17. Gesang. Als Odysseus endlich auf Ithaka zurückkehrt, wird er zuerst von seinem inzwischen blinden Hund Argos wiedererkannt, der an ihm herumschnüffelte und ihn erkennen konnte. In diesem Zusammenhang gebraucht Homer das Verb noen. Er hat ihn gerochen, erkannt und somit verstanden, dass es sich um seinen alten Herrn Odysseus handelte. Und selbstverständlich hat sein Schwanz dabei gewackelt, wie Homer auch notiert. Das ist auch das Verstehen. Es ist ein Sinn für die Dinge, der über die unmittelbaren Erscheinungen hinaus etwas spürt oder wittert oder ahnt und Freude dabei empfinden kann. Verstehen hat immer etwas Affektives, so intellektuell es sich auch ausnehmen mag. Halten wir also auch dies fest. Obwohl wir die selbsternannten Homines Sapientes sind, Homo sapiens, sind wir sicherlich nicht die Einzigen,
die verstehen können und Freude daran haben können. Tiere verstehen auch. Insofern verstehen etwas mit dem Geruchssinn oder mit den Sinnen überhaupt zu tun hat, können sie das oft besser als wir, wie Hamann sehr wohl wusste. Die Erfahrung werden sie alle mit ihren Haustieren gemacht haben. Was die alles verstehen. Wenn man einem Hund einen Stein oder eine Süßigkeit anbietet, wird er sofort verstehen, was besser für ihn ist. Ein Hund wird auch Zeichen verstehen, eine Bedrohung erkennen können, wird auch erkennen und verstehen, was wir im Sinne haben, wenn wir mit ihm reden, wird zwischen Freund und Feind unterscheiden und sich dabei irren können, wie wir alle. Das wirft natürlich die Frage auf, die in der heutigen Philosophie heiß diskutiert wird. Worin unterscheiden wir uns denn von den Tieren? Was unterscheidet unser Verstehen von dem der Affen, der Delfine, der Katzen? Eine große Frage, auf die ich sicherlich keine zureichende Antwort habe. Denn man müsste ja eine Katze oder ein Delfin sein, um zu verstehen, was sie verstehen. Aufgabe eines Eröffnungsreferates darf es wohl auch sein, offene Fragen zu stellen, auf die die Kollegen antworten mögen. Nur zwei Sicherheiten habe ich hier. Erstens lässt sich meines Erachtens nicht oder nicht mehr in Abrede stellen, dass wir nicht die einzigen sind, die verstehen können. Auch Tiere, falls dieser Ausdruck sinnvoll ist, können das durchaus. Und für uns auf kaum nachvollziehbare Weise. Es stimmt einfach nicht, dass Tiere nur instinktregulierte Maschinen sind, die nicht verstehen können. Das ist meine erste Sicherheit. Und die verdanke ich meinem Hund, dem ich viele philosophische Einsichten verdanke. Philosophie lernt man nicht nur aus Büchern. Meine zweite Sicherheit ist im Vergleich noch weniger sicher. Was unser Verstehen, was das menschliche Verstehen unterscheidet, dieser Ausdruck ist natürlich heikel, denn um zu unterscheiden, müssten wir erst einmal verstehen, wovon wir uns eigentlich unterscheiden, ohne es von uns aus sozusagen von oben herab zu diktieren. Also was unser Verstehen unterscheidet, ist wohl, dass unser Verstehen sich ausbilden kann. Dass es einer reflexiven Aneignung mittels einer ausgebildeten Sprache fähig ist. Wir können verstehen, aber auch verstehen, was wir dabei verstehen. Das heißt, darüber nachdenken, uns mit anderen darüber austauschen und selber unser Leben nach diesen Verstehenshinsichten ausrichten. Und dabei, wir werden es in dieser Tagung erfahren, können wir allerlei verstehen. Wir können Vorgänge verstehen, Vorträge bis zu einem gewissen Grad. Wir können andere Menschen verstehen. Und das heißt oft hier, sich in ihre Lage versetzen. Verstehen heißt hier so viel wie einfühlen. Wir können, und das ist für Philosophen besonders wichtig, vielleicht zu wichtig, wir können auch Texte verstehen, deuten, wie auch die Welt als Text verstehen können, das können wir alles. Wir können Handlungen, Anweisungen, Witze, auch Tiere verstehen. Wir sind auf Verstehen aus. Frau Schulte hat bereits darauf hingewiesen. Und wohl deshalb heißen wir die Homines Sapientes.
die stets nach Verstehen strebende Wesen. Denn dieses Verstehen besitzen wir nicht immer. Es gibt viele Dinge, die wir nicht verstehen. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wie mein Computer funktioniert, wie mein Auto funktioniert, wie meine Milz operiert. Aber im Prinzip kann ich das können. Wenn ich mir Mühe gebe, könnte ich dies auch zu verstehen versuchen. Es gibt aber auf der anderen Seite Geheimnisse, die wir nicht oder kaum verstehen. Hoffentlich werde ich hier nicht des Machismus bezichtigt. Aber Männer können zum Beispiel Frauen nicht verstehen. Es ist einfach so. Ich fürchte aber, die Kehrseite trifft nicht zu. Frauen können Männer gut, ja nur zu gut verstehen. Und das ist nicht fair, natürlich. Und darin gründet wohl die große Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Deshalb bin ich vollkommen für die Gleichheit. Welch ein Gewinn ist das für uns, ne? Aber mein Punkt ist aber nur, dass wir trotz unserer grundsätzlich verstehenden Natur, Homo sapiens, nicht alles verstehen. Wir verstehen nicht oder nicht ganz, warum das Leben nicht fair ist. Warum es schiere Grausamkeit, das Böse, das wird hier auch zur Sprache kommen, geben kann. Das Böse verstehen, Fragezeichen. Ne? Lautet der Titel. Ich bin gespannt. Ne? Wir verstehen nicht ganz, warum wir leben. Diese Grenzen des Verstehens, die man nicht leugnen kann, bilden dennoch eine Herausforderung für unser Verstehen. Auch wenn wir nicht verstehen, diese Dinge nicht verstehen, und verstehen, dass wir Mysterien nicht oder nicht ganz entziffern können, bemühen wir uns nichtsdestoweniger ums Verstehen. So verstehen wir vielleicht nicht oder nicht ganz, warum wir leben. Die große Sinnfrage, von der Herr Scholz sicherlich sprechen wird. Aber wir werden trotzdem Texte lesen oder wahre Philosophen zu Rate ziehen, die uns helfen können, mögen, besser zu verstehen, warum wir leben. Oder man wird Tagungen über das Verstehen veranstalten. In der Hoffnung, das Verstehen besser zu verstehen. Alles, was wir tun, ist im Grunde um des Verstehens willen. Und worin besteht diese Bemühung um das Verstehen? Man kann sie zweifelsohne von vielen Blickwinkeln aus beleuchten. Das ist auch Aufgabe unserer Tagung, glücklicherweise. Aber von der Philosophie aus gesehen, wie ich sie zumindest verstehe, ist das Verstehen eine Bemühung. Ich mag dieses Wort auch, ich betone dieses Wort, in dem das Streben, das Hoffen und die Öffnung mit anklingen sollen. Das Verstehen ist eine Bemühung, die zu verstehen hofft, wieso die Sachen sind, wie sie sind. Das Verstehen ist also ein Auffassen von etwas, auch ein effektives Auffassen von etwas, das etwas von dessen Innerem zu erraten versucht. Wenn man etwas nicht versteht, sagt man, ich blicke nicht durch. Das Verstehen ist somit ein Einsehen, auch ein schönes Wort, dass eine Sache aufgrund ihrer äußeren Manifestationen aus ihrem Inneren, aus ihrem wahren Kern heraus versteht. Es gewährt Einsicht. Oder das, was man auf Englisch Insight nennt. Die beiden Ausdrücke Einsicht auf Deutsch und Insight
meinen vielleicht nicht dasselbe im Deutschen und im Englischen, aber beide sind gleich gebildet. An der Einsicht, die das Verstehen gewährt, lässt sich zweierlei hervorheben. Wenigstens. Erstens hat diese Einsicht oft etwas Plötzliches. Selbst wenn sie nach einem längeren Reifungsprozess entstehen mag. Auf einmal ist sie da. Es ist das sogenannte Aha-Erlebnis. Ah. Ah. Ich glaube, der Ausdruck stammt von Karl Bühler. Das Aha-Erlebnis. So ergeht es uns, wenn wir verstehen. Auf einmal sieht man. Ah, jetzt verstehe ich. Ach, das ist auch im Titel der Tagung. Ne? Ach, unübersetzbar. Ne? Jetzt wird alles klar. Nennen wir das punktuelle Verstehen. Die schlagartige Erleuchtung, wenn man will. Wie kommt man dazu? Oft, nicht immer, steht ihr die Interpretationen zu Diensten, die man Auslegung oder Erklärung nennen kann. Ich verstehe zum Beispiel nicht einen Passus in einem Text, ein fremdes Wort etwa. Ich verstehe nicht ein Bild oder ein Phänomen. Es wird mir erklärt. Oder ich ziehe eine hilfreiche Auslegung zu Rate, die mich dann zum Verstehen bringt. Oder, was mir oft passiert, wenn ich zum Beispiel einen Witz nicht verstehe, dann kann man es mir, Tölpel wie ich bin, erklären und dann verstehe ich ihn. Ah, so ist es. Hier lässt sich also von einem Zweck-Mittel-Verhältnis zwischen dem Auslegen, explicare, und dem Verstehen, intelligere, sprechen. Die Interpretation oder Auslegung oder Erklärung führt, kann zum Verstehen führen, welches freilich ohne sie stattfinden kann, wenn man spontan versteht. Und dann ist man besonders schlau, wie man sagt. Also das ist das Erste, was ich hervorheben wollte, dieses plötzliche Aha. Und zweitens charakterisiert sich diese geheimnisvolle Einsicht des Verstehens dadurch, dass sie etwas Sinnvolles einsieht. Um das Wort Einsehen vielleicht etwas zu forcieren, aber die Worte sind dazu da, dass man mit ihnen denkt, lässt sich sagen, dass das Verstehen buchstäblich in etwas hineinsieht und das, was es versteht, ist dessen Sinn, was es mit sich hat, beziehungsweise worauf es hinaus will. Gemäß dem, was man den Richtungssinn, also den Sinn im Uhrzeigersinne, der Sinn eines Flusses, wie man auch Französisch sagt. Man versteht plötzlich, punktuell, schlagartig, den Sinn von etwas, wenn man in dessen Inneres blickt. So kann ich zum Beispiel eine Person verstehen, den Sinn ihrer Handlung oder Äußerung oder Lage, wenn ich mich in ihre Situation versetze, hineinversetze. Früher hatte ich vielleicht ein schiefes Bild von ihr, aber wenn ich mir die Mühe gebe, in ihre Lage hineinzublicken, oder wie das Sprichwort sagt, ein paar Schritte in ihren Schuhen zu laufen, zu gehen, da verstehe ich sie besser. Sinnverstehen hat hier etwas mit Einfühlung zu tun. Man versteht hier mehr mit dem Herz als mit der kalten Vernunft.
Aber das Herz hat eben seine Gründe. Wie die berühmte Formel von Pascal suggeriert. Ne? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt. Das ist eine schlechte deutsche Übersetzung, also weil das Französische auf den Doppelsinn von Raison, Vernunft, Gründe, spielt. Ne? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Aber was die Raison oder die kalte Vernunft nicht kann, der Purismus der Vernunft, das kann aber durchaus das Verstehen. Wenn es sich in das Innere oder den Sinn einer Sache einzudringen oder besser einzufühlen versucht. Das Verstehen braucht Zeit, aber es braucht auch Herz, Mitgefühl und Sinn für den Sinn. So verstehen wir auch Sprachliches. Wir werden hier viel von Sprache natürlich hören. Einen Satz verstehen heißt auch, dessen Inneres beziehungsweise seinen Sinn verstehen. Das heißt, nackt zu vollziehen, was er vielleicht nicht sagt, was nichtsdestoweniger unentbehrlich ist für das zureichende Verständnis dessen, was gesagt wird. Man versteht dann, aus welcher Not etwas ausgesprochen wird. Beziehungsweise, wie mein Lehrer Gadamer oft betonte, auf welche Frage das Gesagte die Antwort ist. In meiner bescheidenen Hermeneutik habe ich das mit Augustin, aber auch mit Hamann, der Sinn dafür hatte, das innere Wort hinter jedem Wort genannt. Das setzt natürlich die Bereitschaft voraus, dieses Innere aus sich heraus zu verstehen und nicht von unseren vorgesetzten Schablonen oder Vormeinungen aus, die oft genug den Zugang zu diesem Inneren versperren. Das ist eine schwierige Kunst, die Kunst des Verstehens, die einige die Hermeneutik nennen. Ein Wort übrigens, das auch zum Wortschatz Hammanns gehörte. Wohl, weil er selber viele Einsichten der Hermeneutik der Heiligen Schrift verdankt. Das kann man im schönen Buch von Herrn Jürgensen lesen. Ganzes Kapitel über die Hermeneutik von Hammann. Wunderbar. Denn das, was man zu verstehen sucht, der Sinn, das Innere braucht Verständnis. Zum Verstehen gehört also Verständnis. Wenn ein Zug Verspätung hat, das ist vielen von Ihnen heute passiert, wird man höflich von einem Lautsprecher um Verständnis gebeten. Verständnis heißt wiederum hier, einsehen, warum etwas so ist, wie es ist. Ein verständnisvoller Mensch ist doch einer, der Einfühlung hat und in das Innere der Sachen zu blicken imstande ist. Was dieses Innere im Einzelnen heißt, ist eine komplexe Sache. Und ich möchte Sie heute Abend nicht mit komplexen Überlegungen langweilen. Eine gute philosophische Antwort, die von Aristoteles in diesem Fall, vielleicht zu philosophisch, ist, dass man eine Sache erst versteht, wenn man ihre Gründe nachvollzieht und in Erfahrung bringt. Warum? Und bei Aristoteles, das ist das Schöne, gibt es nie nur eine Ursache. Das ist so sehr der Fall, dass er bekanntlich vier Kategorien von Ursachen unterscheidet. Die Wissenschaft lebt ja von der Idee, dass man nur insofern versteht, als man die Ursachen eines Sachverhaltes ausfindig machen kann.
In dieser Erkundung der Gründe liegt auch, also, dass man in das Innere einer Sache blicken muss, um sie zu verstehen. Thomas von Aquin liebte es, das Wort Intellectus, Verstand, denn zum Verstehen gehört Verstand, Intellectus aus der Formel intus legere abzuleiten, hineinlesen. Verstehen sei demnach wie ein Lesen des Inneren. Das ist, weiß Gott, nicht die wissenschaftlichste aller Etymologien, sehr fantasiereich, aber es ist eine der hübschesten, will man das Verstehen ein Stück weit erläutern. Sie hilft mir zumindest, die Bemühung des Verstehens zu verstehen. Nun, die Zeit eilt davon, das verstehe ich. Und ich bin Ihnen also einer abschließenden, Gott sei Dank, Zusammenfassung schuldig. Was heißt also verstehen? Zumindest in meiner sehr bescheidenen, einleitenden Perspektive. Erlauben Sie mir also, die Strukturmomente des Verstehens in 5 oder 6 sehr knappen Schritten hervorzuheben, wohl wissend, dass unsere Tagung dazu ist, um sie zu ergänzen und zu korrigieren. Also erster Schritt. Also bislang bin ich vor allem von dem deutschen Begriff des Verstehens ausgegangen. Sich verstehen, sich auf etwas verstehen und so weiter. Es sei mir erlaubt, an den Sinn des Verstehens in den lateinischen Sprachen zu erinnern. Da gibt es viele Kandidaten für das Verstehen in den lateinischen Sprachen, die anders, deren Bildung anders ist als die deutsche. Da gibt es, wir haben es gesehen, das Intellegere. Wir haben darauf angespielt, intus legere. Aber wir haben auch auf Französisch das Wort comprendre. Man kann sagen, wohl auf Deutsch comprendieren, kapieren. Comprendre. Da hört man das Zusammennehmen, das wohl einem jedem Verstehen eignet. Das Verstehen nimmt verschiedene Aspekte der Dinge zusammen, um sie besser in den Griff zu kriegen. Verstehen erlangt hier, wenn man will, einen allumfassenden Sinn, der natürlich vielen Angst einflößt. Erst recht in unserem Zeitalter, das das Fragmentarische, das Bruchstückhafte so sehr in Ehren hält. Aber das gehört mit zur Verstehensbemühung. Man kann eine Sache nur verstehen, wenn man all ihre Erscheinungen und Gründe in ihrer Vielfalt mitzufassen versucht und sie in ihren angemessenen Kontext stellt. Verstehen, sagte Platon, hat hier synoptischen Charakter. Es sieht zusammen. Es komprendiert, um die Sachen in ihren rechten Zusammenhang zu stellen. Zweiter Schritt. Dem gesellt sich eine etwas entgegenlaufende Tendenz hinzu. Wenn das Verstehen, wie wir betont haben, in das Innere einer gewissen Situation oder Äußerung hineinzudrängen versucht. Das Verstehen, hier verstanden weniger als Zusammennehmen, denn als ein Hören auf das innere Wort, strebt auch danach, der Besonderheit der Dinge und der Situationen gerecht zu werden. Verständnis und Verständnis aufbringen, das haben wir gesehen, das bedeutet auch, den Umständen und Besonderheit einer Lage Rechnung tragen. Das Verstehen zielt hier weniger auf das Allgemeine, comprendere, hin,
als auf das Partikuläre und das entgegenkommende Verständnis, das es verlangt. Das Verstehen bewegt sich sozusagen in diesem fruchtbaren Zirkel, den man ruhig hermeneutisch nennen darf, zwischen dem Allgemeinen und dem Partikulären. Verstehen kann man nur aus einem allgemeineren Kontext heraus. Aber was verstanden werden will, ist gerade der Schrei des Einzelnen und seiner besonderen Not. Dritter Schritt. Man darf nicht vergessen dabei, dass das Verstehen stets ein Sich-Verstehen einschließt. Heidegger hat natürlich besonders darauf abgehoben, als er seine Verstehenskonzeption aus der Formel sich auf etwas verstehen herleitete. Er wollte das Verstehen mehr als ein praktisches Können, denn als ein theoretisches Wissen verstanden wissen. Gut, ich leite daraus eine etwas andere Konnotation, die freilich Heidegger nicht fremd war, nämlich die, dass man nicht umhin kann, sich selbst in das Verstehen hineinzubringen, das man entfaltet. Wenn man etwas versteht, versteht man auch immer sich selbst mit. Denn man kann es immer nur aus dem verstehen, was man ein Stück weit nachvollziehen kann. Man muss zwar gegen die damit einhergehende Gefahr gefeit sein, Gefahr der Verzerrung gefeit sein, erst recht im Verständnis anderer Kulturen, wir werden das hier erfahren, aber wir verstehen immer mit all unseren Sinnen, mit all unserem Inneren, avec nos tripes, mit all unserem Erfahrenen. Man versteht nicht oder nicht hauptsächlich auf Distanz. Man investiert sich in das Verstehen. Mit Kopf und Herz. Oft mit Liebe. Man übergibt sich ihm. Unser Verstehen kann dabei irren. Oh ja. Aber unser Verstehen ist und bleibt korrekturfähig. Es kann lernen. Und am besten immer aus den eigenen Irrtümern. Viertens, und sehr kurz, dieses Verstehen ist auch ein Gesagtes. Für die Hermeneutik, aus der ich herkomme, man versteht immer, wie soeben gesagt, aus irgendwoher, und das bildet sicherlich eine weitere Brücke zu Hamann, ist unser Verstehen stets ein sprachliches oder auf Sprache ausgerichtet. Verstehen entpuppt sich hier als ein Wortesuchen. Und glauben Sie mir, das gilt auch für Vorträge. Und zuweilen ein Wortefinden für das, was verstanden wissen will. Das Verstehen heißt so viel wie das rechte Wort finden oder nur suchen. Wir finden nicht immer die Worte. Aber das beweist auch, dass Verstehen irgendwie auf Worte, auf Sprache aus ist. Wir verstehen, sofern wir etwas auf Worte bringen oder auf Worte zu bringen versuchen. Fünfter Schritt, es gibt nur sechs, am siebten Tag werden wir ruhen. Fünfter Schritt, das Verstehen und erst recht das Sich-Verstehen bleibt dabei immer auch ein partielles oder partiales Verstehen von etwas. Trotz des allumfassenden Zuges im Comprendre, versteht man die Sache nie ganz. Man versteht nur etwas von ihnen.
Adorno, der sonst nicht mein Lieblingsautor ist, sagt in seiner Ästhetik, man könne nicht von einem sagen, dass er Kunst versteht. Nur, dass er etwas davon versteht. Das gilt vermutlich von allem Verstehen. Wir sind nicht Götter, die alles verstehen. Wir sind nur Menschen, die etwas von dem, was alles passiert, verstehen. Also das ist das, der Partitiv, partitive Sinn von Verstehen. Sechstens und schließlich heißt Verstehen, zumindest in meiner Sprache, auch akzeptieren. Akzepte. In manchen Situationen mündet das Verstehen in die Anerkennung, dass die Dinge sind, wie sie sind. Dieses Akzeptieren ist seinerseits reich an Konnotationen. Es kann zum Beispiel ein Entschuldigen einschließen. Wenn ich etwa von Jugendlichen erfahre, dass sie Unsinn treiben, kann ich sagen, ich verstehe. Das heißt, ich verstehe, dass Jugendliche so sind. Ich war vielleicht auch mal so. Ich war sicherlich auch mal so. Und ich entschuldige es. Ich habe bereits daran erinnert, wenn man wegen des verspäteten Zuges um Verständnis gebeten wird, wird man in erster Linie darum gebeten, den Vorfall, deren Unvermeidlichkeit und Gründe man einsehen kann, in Kauf zu nehmen und darüber hinwegzusehen. Also entschuldigen. Gehört mit dazu. Aber das dem Verstehen innewohnende Akzeptieren hat auch eine andere Implikation, mit der ich schließen werde. Etwas verstehen und akzeptieren, das kann auch irgendwie bedeuten, dass, ich bin mir des deutschen Wortes nicht sicher, aber dass man in etwas einwilligt, konsentiert. Verstehen wird hier zu einem sich versöhnen mit den Dingen, wie sie hartnäckig nun mal sind, die zur Anerkennung führen, zum Beispiel, dass Situationen so unausweichlich sind und vertragt sind, dass die vernünftige Einstellung darin besteht, sie zu nehmen, wie sie sind. Wenn ein Arzt mir etwa mitteilt, dass ich oder eine mir nahestehende Person unter einer heillosen Krankheit leidet, ruft das ein besonderes Verstehen hervor. Ich verstehe, heißt hier, ich soll das akzeptieren, in das einwilligen und mich mit diesem Schicksal versöhnen. Also Verstehen ist hier in der Tat ein Einwilligen, ein Consentement und eine Aufgabe, die uns allen obliegt in unserem Leben. Ach, so verstehen wir. Dies sind jedenfalls einige der Facetten des Verstehens, die mir heute Abend in den Sinn kamen. Und wenn ich zu lange geredet habe, dann kann ich nur an diesen letzten Sinn des Verstehens appellieren und Sie um Ihr Verstehen bitten, das heißt um Ihr Entschuldigen. Ich hoffe vor allem, dass wir uns gut verstehen. Danke sehr.